Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei Zockt Radsportmanager 2013. Wir befinden uns heute auf der Etappe Nummer 19, der Vuelta a España. Es geht dem Ende zu, es ist nochmal eine hügelige Etappe, wir haben nochmal einen steilen Zielanstieg und in dieser Zielankunft wollen wir natürlich Zeit gewinnen oder die Zeit beibehalten, keine Zeit verlieren. Denn im Gesamtklassement sind wir 1 Minute 29 vor Rodriguez, wollen die Tour gerne gewinnen und wollen hier alles dran setzen, dass wir das auch schaffen. Dazu nutzen wir hier natürlich ein Hügel-Setup, ganz klar, damit wir möglichst viel Energie sparen können. Neef hat sich gut ausgeruht, keine Ahnung wieso, der hat ja die ganze Zeit den Schutzfahrer für Sanchez gespielt. Vielleicht hat ihm das geholfen, ich weiß ja nicht. Anton ist noch sehr gut unterwegs, der Rest ist mittlerweile fertig mit Welt. Klar, Sinnwasserträger werden eingesetzt, damit wir es schaffen, hier im gelben, beziehungsweise hier ist es ja das rote Trikot, hier drin zu bleiben. Wir starten mal rein in die Etappe. Warum? Naja, weil es hier richtig abgeht und dummerweise sind wir hier Außenseiter. Das heißt, Rodriguez ist hier der favorisierte Fahrer. Und das wird für uns ganz schön anstrengend, dann über diese Hügel. Wenn Rodriguez, Valverde, Anton ist sogar ein guter Fahrer hier, dann können wir ja Anton nutzen, um Sanchez zu schützen. Oder das vielleicht sogar umgekehrt machen, dass Sanchez Anton schützt und Anton sein Ding fährt. Und dann sozusagen Sanchez immer vor Anton ist. Das wäre so Trick 17, Sanchez vor Anton zu bringen. Nein, wollen wir natürlich nicht. Also wir wollen hier ja schon kräftig mitfahren. Wir wollen verhindern, dass Rodriguez uns hier zu weit wegfährt. Wie gesagt, 1 Minute 29, 10 Sekunden gibt es im Ziel. Also das heißt, 1 Minute 19 dürfen wir maximal nach Anton ins Ziel kommen, wenn wir das Trikot erstmal behalten wollen. Das heißt, dranbleiben, hart arbeiten dafür. Und ob uns das gelingt, werden wir gleich sehen. Ansonsten Valverde, Henao, Betancourt, da sind die anderen Favoriten hier für die Etappe und ja, schauen wir einfach mal, ob uns das gelingt hier, denen allen wegzufahren, denen vor der Nase rumzufahren oder dran zu bleiben. Was der Streckensprecher hier zu sagen hat, das hören wir uns jetzt gleich an und dann geht's los. Die 19. Etappe geht über 177 Kilometer und führt die Fahrer von San Vicente de la Baguera nach Westen zum Ziel auf dem Alto del Naranco. Die ersten 100 Kilometer sind leicht, aber danach wird die Straße extrem hügelig. Dazu kommen drei Anstiege der dritten Kategorie, der Alto de la Campe, der Alto de San Emiliano und der Alto del Padrón. Wenn die Fahrer endlich Oviedo erreicht haben, sind es nur noch 5,5 Kilometer zum Anstieg der ersten Kategorie mit einer Steigung von 6,5%, der bis 2010 auch auf der Strecke des Straßenrennens Subida al Naranco lag, das dann leider der Finanzkrise zum Opfer fiel. Tja, so, da kommen die Fahrer vor, die wir dann natürlich erstmal aus der Führungsarbeit rausnehmen. Und ich warte noch auf den richtigen Fahrer, der dann hier unseren Kollegen Sanchez schützen kann, während Luis Leon Sanchez hier schon mal einen Angriff fährt. So, da gehen die nächsten. Rodriguez fährt hier schon mit sehr weit nach vorne. Will der hier angreifen? Was hat der vor? Geschlagen. Der Vorsprung beträgt schon mehr als eine Minute. Das Feld hat das Tempo deutlich gedrosselt. Den Mannschaftskapitänen scheint der Ausreißversuch keine Sorge zu bereiten. Ja, wir gucken uns mal an, wer überhaupt da vorne mitfährt, wenn wir denn mal hinkommen. So, Luis Leon Sanchez, 1 Stunde 21, 1 Stunde 13. Da haben wir echt keinen Stress mit. Das kann von mir aus... Hallo, das kann von mir aus die ganze Zeit so bleiben. So, Nive ist vorne angekommen und schützt unseren Sanchez. Das heißt, wir können mal ein bisschen auf die Tube drücken.
Dieses landschaftliche, ja, wie gesagt, hat mal irgendjemand gesagt, das soll mal so ein bisschen die Landschaft zeigen. Ja, die ist schön. Das Meer mit Segelschiffen ist schön. Das sieht schon gut aus, da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Allerdings ist es, ich sag mal, von der Taktik her, der Steuerung unseres Teams her, echt schlecht, das so zu machen. Weil ganz schnell geht dann hier der Überblick verloren. Das Tempo im Hauptfeld ist jetzt relativ gering. Deshalb muss man ein bisschen aufpassen. So, Rodriguez fährt hier vorne, Sanchez fährt hier hinten. Ist eine abenteuerliche Geschichte. Warum fährt Rodriguez so weit vorne? Was hat er vor heute? Wir könnten Sanchez mal anweisen. Das Feld macht keine Anstalten, auf diesen Ausreißversuch zu reagieren. Dass wir die Position bei dem einnehmen. Und außerdem könnte man mal gucken, wo sind die jetzt? Also irgendwas ist hier gerade seltsam. Sanchez fällt zurück. Das Loch wird etwas größer, und Rodriguez fährt da vorne rum. Ja, das ist schon seltsam, weil wenn ich sage, er soll sich in der Nähe von dem Rodriguez aufhalten, dann erwarte ich eigentlich, dass er zu Rodriguez hinfährt und nicht sich weiter zurückfallen lässt. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken, wo wir hier den Rodriguez haben. Dann versuchen wir das gleiche nochmal mit dem Sanchez. Davor zu fahren. Das könnte allerdings bedeuten, dass es dafür am Ende einen harten Kampf um den Sieg geben wird. So, von Sanchez machen wir mal Zeitmessung zu dem Rodriguez. Das wird mir jetzt ein bisschen zu heftig. Macht er nicht? Okay, weil wir in einer Gruppe sind vermutlich. Ich wollte es dauerhaft im Auge behalten, dass wenn der ausreißt, dass wir sehen, dass er nach vorne wegfährt. Dass wir sofort reagieren können. Ah, die anderen beiden Pappnasen da vorne lassen wir natürlich fahren. Juckt uns reichlich wenig. Die haben ja über eine Stunde Rückstand. Da ist es uns ehrlich gesagt Schnuppe. Wo die rumfahren und mit wie viel Vorsprung. So, brauchen wir nochmal was zu trinken. Den können wir mal in einem Schnelldurchgang ein bisschen verfolgen, wo der sich hin zurückfallen lässt, okay. Und wie er sich damit durchs Feld nach vorne kämpft. Ja, sehr langwierige, stressige Aktion scheinbar, hier durchs Feld nach vorne zu fahren. Weil irgendwie geht alles rückwärts, vorwärts, zieht sich, streckt sich, staut sich, zieht sich, streckt sich, staut sich. So, jetzt hat er es geschafft, irgendwie vorzukommen. Jetzt fängt er an, ihn die Leute zu versorgen. Und wir gehen mal wieder runter auf zweifach. Sonst wird es wirklich ein bisschen zu heftig. Ja, was könnte man sonst noch Schönes erzählen? Ich weiß noch nicht, was ich nach dieser Tour fahren werde. Es kann auch sein, dass ich dann nach dieser Tour erstmal ein kleines Päuschen mit dem Radsportmanager einlege. Also, dass ich mal so ein, zwei Wochen lang mir mal Gedanken mache zu dem Ganzen, um dann zu entscheiden, mit welcher Tour oder mit WM oder was weiß ich, was wir dann vielleicht fahren können, ob ich da noch was nachlege oder eben nicht. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt drei große Touren gefahren und ich mag, dass das Interesse langsam ein bisschen zurückgeht hier. Und ja,
Es ist schon eine aufwendige Geschichte, praktisch den Radsportmanager aufzunehmen. Es ist gar nicht mal so stressig, den aufzunehmen als Tour oder so, sondern das, was danach kommt. Ich rendere auf einer Qualität, die ein einigermaßen gescheites Bild auf YouTube zulässt, damit die Datei irgendwo im Größenumfang von ungefähr 3 GB sich bewegt. Und über eine 16.000er Leitung ist 3 GB eine echt lange Upload-Aktion. In der Zeit könnte man vieles, vieles anderes hochladen. Und deshalb muss ich mal gucken, was dann kommt und ob ich da Lust noch drauf habe oder nicht. Angedacht wäre vielleicht noch eine kleine Tour. Müssten wir mal schauen. Kleinere Tour würde ich mir echt noch gefallen lassen, sowas 7-Tage-Tour, Polen-Rundfahrt oder irgend sowas. Ich weiß nicht, ob die 7 Tage hat, aber es gibt ja so Touren, die 7 Tage haben und die trotzdem eine große Tour sind, so eine CW-Tour. Heißt ja hier im Spiel, glaube ich. Das Tempo hat sich deutlich verlangsamt. Und World Tour Rennen heißt ja in echt. Oder so irgendwie, also WT heißt es, glaube ich, in echt. So ein Rennen könnte man natürlich noch fahren, so 7 Etappen. Immer wieder mal zwischendrin werde ich das auf jeden Fall machen. Als jetzt Dauerprojekt mit täglichen Videos möchte ich es eigentlich nach dieser Tour hier belassen. Gerade dieses tägliche Video ist eigentlich was. Ich mache das ungern. Beim Fußballmanager geht's noch. Ja, weil da die Größen entsprechend klein sind. Fußballmanager-Part, da kann man das mal machen, da funktioniert das. Fußballmanager ist auch mein Stammprojekt hier auf dem Kanal. Da kann ich das locker mitmachen, das tägliche Videos. Allerdings alles andere wird bei mir nie tägliche Videos geben. Geht einfach momentan nicht so, wie ich mir das vorstelle. Kann sein, dass sich das demnächst schon ändert. Ich habe einige Änderungen vor hier auf dem Kanal. Vielleicht kriege ich es dann hin. Aber wie gesagt, Radsportmanager muss ich dann wirklich mal gucken, wie wir das Ganze hier weiter bestreiten wollen. Also ich habe mir überlegt, immer wieder mal eine Tour zu fahren, ist mit Sicherheit auch interessant. Keine Ahnung, 7-Tage-Touren oder so irgendwas, um so vielleicht auch mal den Rennkalender durchzufahren. Aber dass ich jetzt hier direkt im Anschluss weitermache mit täglich eine Radsportmanager-Folge, das wird vermutlich nie stattfinden, aufgrund eben des ganzen Aufwands, der da noch mit dranhängt. Also weniger das Fahren, die halbe Stunde, wo wir hier radeln, das passt eigentlich. Macht sogar Spaß, ja. Ist nicht so, dass ich mich dazu zwingen muss, Radsportmanager zu spielen, aber ja, der ganze andere Klappwunsch, der da dranhängt, sag ich mal. Gibt halt ewig große Dateien. Und die durch eine 16.000er Leitung zu drücken und das täglich ist ein bisschen Hardcore. Und da will ich jetzt erstmal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Um dann vielleicht, ja mal gucken, wie sich dann alles anlässt. Ich meine, es kommen jetzt im Oktober 2 neue Spiele raus. F1 2013, was mit in meinen Sendeplan reinkommt und das soll anders stattfinden wie letztes Jahr. Und Fußballmanager 14, was auch anders stattfinden soll wie letztes Jahr. Also nicht nur der Karrieremodus, so wie ich ihn gespielt habe, sondern halt mal so generell möchte ich über den Fußballmanager ein bisschen mehr bringen. Und da brauche ich einfach ein bisschen Platz zu. Hört sich jetzt blöd an und Radsportmanager, ja wie gesagt, der verbaut mir viele Möglichkeiten aufgrund der Dateigrößen. Nicht falsch verstehen, die Dateigröße ist das Entscheidende. Hätte ich ein schnelleres Internet, was ich hier leider nicht kriege und dafür umzuziehen lohnt sich nicht, wäre das wahrscheinlich ein anderes Thema. So, jetzt müssen wir mal gucken, hier geht was schief. Während ich hier hinten gucke, wird hier vorne angegriffen. Und da ist Rodriguez dabei, der Hund. So, Anton fährt. Und Sanchez fährt frei. Und die müssen wir jetzt mal hochdrehen. Oh Mann. Na, das hat ja mal wieder super geklappt.
fahren wir da erstmal einen Vorsprung wieder zusammen. Wen haben wir da vorne? Passt. So, wir gehen ein bisschen runter hier vom Einsatz. Wir wollen es nicht übertreiben, aber wir wollen die Abstände wieder zusammenfahren, weil es geht uns auf den Keks. So, der soll sich da dranhängen. Und der Anton, der darf da ruhig ein bisschen Tempo machen. Und da haben wir die anderen schon abgehangen. Und das ist auch gut so. Und der Rodriguez ist hier auch drin, aber Sanchez darf sich ausruhen. Das ist der wichtige Vorteil. Sanchez darf sich ausruhen. So, und der hier, der darf sich im Prinzip auch ausruhen. Beziehungsweise, nee, der schützt Sanchez. Der schützt schon Sanchez, aber der holt jetzt erstmal was zu trinken für die, die da vorne sind. Sind ja alles Bergfahrer, die sollten das hinkriegen. Das heißt, dieser Nief, der darf ein bisschen schuften jetzt. Ist eigentlich auch ein guter Bergfahrer und der kann das auch und, das ist ja kein Problem. Über den da so ein bisschen arbeiten lassen. Zu reagieren. Das Feld legt deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften sind wohl mit dem Fluchtversuch nicht einverstanden. So, ja, wir versuchen da natürlich wegzukommen, ist ganz klar. Und deshalb lassen wir Anton noch da vorne weiterfahren. Macht für uns momentan tierisch Sinn. Und hinten, da lassen wir natürlich die anderen schuften, während ja, unsere Jungs da entspannt mitfahren vorne im Feld. Und den Anton, den lassen wir hier mal reintreten, für Sanchez im Prinzip. Ich weiß nicht, ob wir den Führungsarbeit Sanchez machen lassen sollen. So, und da kommt's Feld wieder auf. Die Tempomacher des Teams geben jetzt richtig Gas, obwohl der Erfolg des Ausreißversuchs wohl kaum noch zu vereiteln sein wird. So, wir müssen vorne dabei bleiben. Ganz, ganz wichtig, dass wir vorne dabei bleiben. Das Hauptfeld hat das Tempo beträchtlich angezogen. So, ich versuche mal ein bisschen zu beschleunigen, in der Hoffnung, dass es uns nicht abhaut, also dass uns der Sanchez nicht ins Jenseits zurückfällt und wir dann völlig am Ende sind. Es ist klar, dass einige Fahrer bei diesem Tempo schwere Beine bekommen. Sie bleiben deutlich zurück. Er ist ganz schön mutig. Versucht sich hier einfach vom Feld abzusetzen. So, da gibt's wieder Kirienka, der angreift. So, die Ausreißer sind nur noch 15 Kilometer weg vom Ziel. Irgendwie gehen da wieder welche in Angriff zu fahren. Wir versuchen da natürlich dran zu bleiben. Vor allem mit Sanchez versuchen wir dran zu bleiben. Sogar weniger mit Anton, vielmehr mit Sanchez. Das hier ein Rodriguez, der ist zum Glück, der ist ziemlich weit hinten. Da könnte man eventuell nochmal was versuchen. Ich bin jetzt echt am Überlegen. Also wenn wir den Rodriguez ein bisschen auf Abstand halten können, dann haben wir hier gute Chancen, dass wir vielleicht was ganz Verrücktes schaffen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das werden wir nicht schaffen. So, wo sind wir denn gerade unterwegs? Gerade so ein Hügel hoch. Das ist natürlich dämlich für unseren Wasserträger. Wenn überhaupt, müssen wir den losschicken. Kurz vom Gipfel, 3 Kilometer sind es noch bis zum Gipfel. So, 2,2. Die Fahrer haben soeben die 5000 Meter Marke passiert. Ich habe so die Befürchtung, dass mir das nicht ganz aufgeht, wie ich mir das plane. So, jetzt können wir den mal losschicken, hier was zu trinken zu holen. Insgesamt nehmen wir jetzt mal alle.
Jetzt sorgen einige Fahrer endlich mal für und stellen die mal auf 80, damit die ihre Jobs, die sie zu erledigen haben, mal mit 80 abhalten und nicht so weit zurückfallen. So, wo haben wir denn den Sanchez? Immer schön gucken, wo ist Sanchez? Oh Mist. Der hat einen Reifenschaden. Dann geht der Schutz von Sanchez jetzt erstmal weg, weil wenn er einen Reifenschaden hat, da soll ich ja natürlich nicht vorkämpfen wie so ein Bekloppter. Dann stellen wir um. Boah, wir brauchen irgendeinen, der das hinkriegt. Den haben wir da. Der ist fit. Der schützt Sanchez. So, Betancourt geht hier. Wird aber relativ schnell vom Feld wieder gestellt. Es sind so noch 16 Kilometer bis ins Ziel. Und Sanchez stellen wir jetzt mal hier auf. Schaff dich nach vorne. Und Anton stellen wir jetzt auch mal auf. Schaff dich nach vorne. Weil die werden natürlich jetzt gehen und genau das müssen wir jetzt kontern. Dieser Sieg ist wohlverdient. Er hat eine enorme Zähigkeit bewiesen. So, Lastras hat gewonnen vor Luis Leon Sanchez. Ihm war das Tempo hinten im Hauptfeld wohl etwas zu gemütlich. Gegenangriff von Alejandro Valverde. So, der kann nicht mehr. Und tschüss. Und wir fahren hier unseren Stiefel runter. Die greifen richtig an. Wir treten einfach mit 80 und stinknormalem Fahren rein. Und ich sortiere mal durch, dass wir Anton und Sanchez jetzt da vorne haben. Und ich bin am Überlegen, wann wir unser Riegelchen schlucken. Mit den beiden hier vorne. Wir fahren jetzt hier einfach unseren Stiefel runter. Der Berg wird kommen, früher oder später. Wir sind schon fast drin. Deshalb wollen wir auch den Energieriegel nicht ganz zu früh schlucken. Weil im Berg werden wir natürlich nochmal ausgebremst jetzt. So, jetzt nehmen wir den Riegel. Und sobald wir irgendwie attackieren können, werden wir auch attackieren. Ich denke, wir können hier auch wieder sprinten ab einem gewissen Punkt. Betancourt ist mir gar nicht mal so ein Dorn im Auge, wenn der da vorne rumfährt. So, Anton fährt schon stehend, Sanchez fährt noch sitzend, jetzt wirkt der Energieriegel 2 Kilometer, jetzt geht Rodriguez. Oh Mann, warum geht Rodriguez da so dermaßen stark hoch, ey? Ich muss hochdrehen und ich muss sprinten mit beiden. Wir dürfen uns hier nicht überraschen lassen. Wir dürfen nicht zu viel Zeit verlieren und Sanchez geht und kommt an Nibali und Rodriguez ran. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Wir haben keine Zeit verloren. Das war das, was wir wollten. Puh, ich habe schon Angst gehabt, wir würden hier das Trikot verlieren. Aber wir konnten es abwenden. Nibali, Sanchez, Rodriguez, Anton. So kamen sie rein. Zeitgleich. Perfekt. Und so wie es aussieht, Zeitbonifikation hat Rodriguez auch nicht gekriegt, weil wir vor ihm waren. Nibali wurde Dritter. Nibali kriegt eine Zeitbonifikation. Der tut uns aber nicht weh. Und deshalb bleibt der Abstand bei 1 Minute 29 und wir bleiben im entsprechenden Trikot. Perfekt. So, punktemäßig liegen wir immer noch vorne. Bergpunktemäßig müssen wir uns noch was einfallen lassen. Die Wertung hätte ich auch ganz gern noch. Wir haben allerdings mittlerweile 61 Punkte und 69 erst, heißt, sind nur 8 Punkte, wenn die hier vorne liegt. Und 8 Punkte, das könnte durchaus schon mal eine Zielankunft, eine Bergzielankunft sein. Und davon kommt ja noch einer, soweit ich weiß.
6 Minuten 45 liegen wir vom Team Saxo. Huh, da bin ich in Schwitzen gekommen. Da bin ich eben echt in Schwitzen gekommen. Ich habe gedacht, der Rodriguez, der zieht uns jetzt davon. Aber wir konnten es aufhalten. Das ist gut gelaufen. Und ja, die vorletzte Etappe ist nochmal Hardcore. Hier müssen wir natürlich versuchen, noch Punkte zu sammeln. Und wenn man hier sieht, dass hier 15 Bergpunkte gibt, für den zweiten 10 und davor 10 und 4, müsste ich überlegen, ob es sich lohnt, hier anzugreifen. Und entsprechend Punkte zu sammeln, in der Hoffnung, dass wir noch das Bergtrikot kriegen. Die Frage ist, ob wir uns da nicht zu sehr auspumpen, dass wir dann hier noch in dieser HC sozusagen stranden. Warum HC? Na, wenn das eine Einser-Kategorie ist, es gibt 10 Punkte und hier gibt es 15 Punkte, muss das was Heftigeres sein. Höher wie 1 ist nur HC, also sprich Ehrenkategorie. Und ja, das wird Hardcore. Wenn wir es hier schaffen, Erster zu werden und Rodriguez auf den dritten Platz verweisen würden, dann hätten wir es übernommen. Ja, dann hätten wir es übernommen, das Bergtrikot. Also so eng liegen wir da zusammen, dass sich's lohnen kann, hier auf Sieg zu fahren und noch einen zwischen mir und Rodriguez zu platzieren, wenn das gelingt. Ob das gelingt und wie wir das Ganze angehen, ob wir danach noch das rote Trikot haben, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Herr Nick frei zockt Radsportmanager 2013. Dann mit der Etappe Nummer 20, der vorletzten Etappe der Vuelta a España. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.